got a lot to say. See you looking, looking my way. Been waiting for you all day. Telling me you're one of a kind. Cold blooded California dime. You were working, working it right. Shark collar got golden eyes. I was, hey, hey, don't you know? Schönen guten Montag, Ostermontag, Abend. Warte mal, ich habe hier gerade. Moment. Ich muss da gerade mal irgendwie was rumbasteln. So, Videoaufnahmegerät 3. Guten Tag. Ich habe Streifen im Gesicht. Das liegt daran, weil die Sonne ist so ein bisschen. Aber das ist okay, Leute. Da sieht man, dass ich auch mal ein wenig Sonne abbekomme. Ja. Das bekomme ich sowieso. Das Gesicht, ich habe Dawn Stripe. Seht ihr da, hier bin ich ganz helle. Und da und da. Und hier unten habe ich auch noch einen Streifen. Perfektes Standbild. So, ich hoffe, ihr habt kein Standbild. Ja, wow. Der Chat ist jetzt schon viel zu voll, dass ich da hochscrollen muss. Also, herzlich willkommen. Mein Name ist der Pecky und ich heiße herzlich willkommen Holly, Diffy, Sleeping Pony, Amelia, Schokolademädchen, It's Me Lila, LiliSO, Vollmond Vampir, Pink Unicorn, Lana, Lena Snowbird, Vollmond Vampir, Schokolademädchen, Karina, die Dani ist da, It's Me Lila ist da, Bettina Müller ist da, Nightcore Cookie, Vero, Ini, Tiffy, das ist voll süß von dir, vielen Dank, liebe Tiffy, dann habe ich hier noch Brigitte Leubel, Fox, Lena, und wer ist dann noch? Lenja, ach, das ist so süß von dir, dankeschön, Lenja, voll cute. Ich bin gerade von Appassionata, krass. Hallo Emmy, servus. Die Lena ist da, grüß dich, Carina sehe ich da noch, wen sehe ich da noch, wen habe ich denn vergessen? Morgang sehe ich da noch. Hi, Matti Jennifer, servus, I love Zocken, hallo, schönen guten Abend, Sylvanas Welt. Hallo, Marie, Rabbitillion. Rabbitillion? Schönen guten Abend. Schönen guten Präabend. Es ist ja schon ein bisschen Abend. Wir sind ja auf 7 heute. Dankeschön, Pinky Unicorn. Ihr seid auch cool. Ihr seid echt cool, weil ihr eingeschaltet habt. Deswegen seid ihr die coolsten. Und ich falle hier gerade den Berg ein bisschen runter. Oh, oh, wow. Meine Crew. Nein, sorry. Mein Squad ist auch schon da. Little Player Cookie. Servus. So, hallo, Melanie. Den Hafi habe ich auch. Ja, ich habe den auch. Jetzt ist dein Abend perfekt. Oh, Amy, das ist aber süß von dir. Das ist süß. Wo wart ihr heute alle? Landwirtschaftssimulator-Stream? Ich hab, ihr wart nicht da. Ich dachte mir so, ihr habt mich nicht mehr lieb. Spaß.
Ist okay. Wir haben heute schon Landwirtschaftssimulator gestreamt. Ihr wart alle nicht da, ihr habt was verpasst. Pech. So, ein paar von euch waren da, die waren cool. Ja, die waren sehr cool. Die haben das nicht verpasst. Das war sehr flauschig. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Esther, Esther, endlich bist du live. Endlich. Endlich bist du da, Esther. Hallo, Michelle Unicorni. Carina war dabei, das stimmt. Carina Moonsmith war dabei. Es waren schon ein paar waren schon da, ja. Mein Bart ist hier so ein bisschen. So. So, okay. So ein bisschen ordentlich aussehen muss ich ja schon. Wo hast du den Pulli her? Aus der Mall, glaube ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der aus der Mall ist. In der Mall habe ich mir den gekauft. Kannst du dir auch in der Mall kaufen. Kostet Starcoins. Ich weiß nicht, wie viel, aber kostet schon Starcoins. Wir gehen jetzt mal hier ins Wolkendorf, meine Lieben, weil ich will schnell die Aufgabe da, also was ist die Aufgabe? Das ist eine Rennen da machen. Ihr könnt gerne auch schnell das Wolkendorf-Rennen machen, wenn ihr XP für euer Pferd braucht. Ich mache es auf jeden Fall schnell. Damit fangen wir nämlich an. Es sind heute dann Championate, es ist feiertags. Muss normal. Ich habe immer null Plan, wann Championate sind. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr es überhaupt ist. Wir haben jetzt um 18 Uhr ein Championat verpasst, schätze ich mal. Fail. Epic Fail. Aber so ist das halt. Ich habe mein Netzwerk repariert. Habt ihr eine Stream-Benachrichtigung für LRS verpasst? Verdammt nochmal, Fuchs. Aber ist okay. Marcel hat sich an einem Traktor vergriffen. Er hat wahrscheinlich sehr viele Gase auf dem Sitz dann des Traktors abgelassen. Ich hoffe, es ist okay für dich. Wir haben ihn gelüftet und chemisch reinigen lassen. Nein, wir waren nur ein bisschen Holz machen und haben Wasser und Schnee geräumt. Und ich habe Fahrstunde mit Emma gemacht. Das war sehr cool. Ich habe heute Fahrunterricht im Landwirtschaftssimulator gegeben. Das war echt spaßig, meine Lieben. Hallo Kate, servus. Ja, ihr könnt ruhig auf den siebten Account, siebten Server kommen. Soll ich mal eine Ansage machen? Für alle Zweit-Accountsler, alle Zweit-Server. Ich habe gestern so ein bisschen drüber nachgedacht. Da wird wahrscheinlich noch ein Breaking-News-Video dazu kommen, ich weiß nicht. Aber ich spiele mit dem Gedanken, auch mit Mandy Masterdotter den zweiten Server zu verlassen. Aber mehr dazu wahrscheinlich in einer Information extra dazu. Aber ich spiele durchaus mit dem Gedanken. Deswegen, dann können nämlich auch hier quasi, kann ich nämlich immer mit euch reiten. Weil es ist ja so doof, Server 2 ist ja so wenig los und ist ja zu und sowas, sonst würden ja auch Leute drauf spielen, ne? Und ich spiele das ja nur wegen euch und mir macht es halt einfach nur Spaß, mit euch zu leveln und hier rumzulaufen und zu streamen. Deswegen macht das nur Sinn, wenn ich vielleicht sogar mit Mandy Masterdotter den zweiten Server verlasse und den Rücken kehre. Und dann gucken wir mal. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Die gute alte Fahrstunde. Richtig. Das war mega. Emmy musste ihre Oma, aber Emmy. Wow, was ist denn das? Da war ich ja noch nie. Habe ich da gerade einen Secret Spot entdeckt, den sonst niemand kennt außer mir? Boah, den hat noch niemand. Niemand war hier oben auf der ganzen Welt. Bin ich der Erste, der in diesen Wolken da oben reitet. Der allererste auf der ganzen weiten Welt. Sonst hat es noch niemand gecheckt, dass man da oben auf den Wolken reitern kann. Nur ich, der Packy. Hashtag Starstable Gott. Ja? Heute ist noch Mall am 20. Geil, Mall am 20, da werde ich bestimmt Achter. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Wobei, ich könnte hier auf jeden Fall mit dem zweiten Account, bin ich immer so Gruppe 2, 3, da könnte ich schon mal was gewinnen. Da war ich jetzt letztes auch schon mal Dritter oder sowas, ne? So, okay, Vollmondvampir muss wirklich duschen. Jetzt so viel geschwitzt in den letzten 5 Minuten, dann geh bitte richtig duschen. So. Nein, ich war bei meiner Oma. Achso, Emmy war bei ihrer Oma. Ich musste zu meiner Oma, wollte aber lieber LWS gucken mit Pico. Ach, Emmy, das ist okay. Es gibt ja noch ein paar Landwirtschaftsstreams. Ansonsten guck dir die Folge halt im Nachhinein an. Lass du so nebenbei laufen irgendwie so oder ja, was weiß ich. Vielleicht streamen ja. Nee, heute streamen wir Landwirtschaft wahrscheinlich nicht mehr. Wenn dann, erst sehr spät. Ihr könnt ja mal sagen, habt ihr frei? Habt ihr Ferien? Wollt ihr heute noch einen Stream? Also Marcel kommt dann erst um 10, 11. Das heißt also, wenn, dann würden wir erst dann nochmal streamen. Ich glaube fast nicht. Könnt ihr mal hier Daumenbewertung machen, ob ihr da sagt, ja, da bin ich dabei. Ansonsten halt dann die nächsten Tage wieder. Aber wir spielen es auf jeden Fall privat heute noch. Das heißt, jeder, der noch ein bisschen landwirtschaften will heute Abend, oder der kann dann auf jeden Fall auf den Server kommen. Ich schreibe es dann wieder ins Discord, wenn ich den Server anmache, ja. So, und wir sind auch im Discord drin wahrscheinlich und talken da so ein bisschen. Aber halt dann ohne Stream. Also mag sein. Kann sein, vielleicht. Wer weiß, ne? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja.
Cool, ich habe 66 von 70 bekommen. Meine Belohnung sind 290 XP. Ist das jetzt viel? Ich weiß es nicht. Aber dafür, dass ich das als erster Mensch auf der Welt diesen Geheimgang entdeckt habe, finde ich das schon ein bisschen wenig, ne? Dankeschön, Matti, Jennifer, das ist sehr süß von dir. Du bist auch sehr cool. Weißt du warum? Weil du Teil dieses Streams bist und weil du hier zuguckst und auch da bist. Deswegen bist du auch cool. Also jeder, der hier Teil der Flauschigen Community ist und gerne auch mal auf den Abo-Button unten drücken kann, ja, ist auf jeden Fall cool. Wichtig, wenn ihr abonniert oder noch nicht abonniert habt oder doch abonniert habt, ihr dürft die Glocke nicht vergessen. Die Glocke zu drücken ist offenbar doch wichtiger, als man dachte, weil irgendwie YouTube, ich habe es in einem Video gesehen, YouTube sagt irgendwie, sie informieren nicht alle Abonnenten bei einem Livestream, sondern nur die Glocke aktiviert haben und dann auch nur partiell, je nachdem irgendwie, wie deren Zuschauerverhalten ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, habe ich nicht so richtig gerafft, aber es ist richtig strange. Also ich habe YouTube, ich blick gar nicht durch, ja, wann da wer eine Information bekommt, ne. Fuchs hat heute Abend Zeit, okay, alles klar, so, wenn Fuchs auch noch Bock hat heute Landwirtschaften. Wann besuchst du es aber? 5? Ja, ich schätze mal, einem der nächsten Streams, ne. Vielleicht schon im nächsten. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich wieder eine Instagram-Umfrage dafür. Ja, vielleicht mache ich das. Ich glaube, wir machen eine Instagram-Umfrage dafür. Da könnt ihr wieder voten. Ja. Und könnt euch das angucken. Habe Glocke aktiv. Sehr gut. Brav. Bei mir geht es, sagt Emmy. Sehr schön. Wie lange streame ich noch? Ja, gute Frage. Solange ich Lust habe, ich grille heute noch. Also auf jeden Fall noch, solange es hell ist. Irgendwann, weil ich würde nur ungern im Dunkeln grillen. Ansonsten grill ich im Dunkeln, ist egal. Ich habe Licht auf dem Balkon, das passt schon. Dann aber, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt machen. Also ich denke mal mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar länger. Vielleicht streamen wir heute auch zweimal, ich habe keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht, ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube eher nicht. Ich würde nämlich gerne anstelle von streamen mich mal um dieses hier kümmern. Ich habe es letztens schon mal gezeigt. Da sind noch ein paar Sachen, die ich gerne aufnehmen würde. Und das wollte ich mal machen, damit ihr wieder was zum Gucken habt. Ne? Und Kingdom Come wollen wir weiterspielen. Ach, Kingdom Come ist so toll. Das ist ein tolles Spiel. Oh, Mann, ihr müsst unbedingt Kingdom Come gucken, Leute. Gilt es denn auch ein Würstchen für Coco? Ja, also das kann sich nicht klauen, aber sie kriegt wahrscheinlich schon irgendwas. Aber ich glaube nichts von Würstchen. Sie kriegt so ein Stückchen Putenfleisch oder irgendwie sowas. Das kriegt sie dann schon. So ein unpaniertes, nicht mariniertes, also paniert sowieso nicht, gell, nichts paniertes, aber so ein unmariniertes Ding. Coco mag übrigens auch Gemüse sehr gerne. Coco isst zum Beispiel sehr gerne Erbsen. Also ich mag Erbsen voll gern, ich bin voll der Erbsen-Fan. Aber Coco mag Erbsen auch. Und Bohnen, ah, die isst alles. Also ich habe sie schon wirklich, die isst richtig gern Gemüse und ab und zu auch Obst und so, Erdbeeren und so ein Kram. Das mag Coco tatsächlich sehr gerne. Ich nehme mal hier die Gruppenanleitung von Jana an. Der Chat sagt, also bei mir war einfach auf der Startseite. Was? Warst du einfach auf der Startseite? Achso, Little Player, guck, bei dir war ich einfach auf der Startseite. Ist auch geil, ist auch super. Dann hat YouTube einmal was richtig empfohlen. Ja? Einmal im Leben hat YouTube auch mal Qualität empfohlen und was Echtes gemacht. Oh, meine Freunde sind auf Server 2, aber wenn dann tatsächlich du den ganzen spielst, werde ich dir folgen. Kate, du kannst doch einfach deinen Freunden sagen, sie sollen mitgehen. Es sei denn, sie sind bei den Jokers, dann werden sie wahrscheinlich nicht mitkommen. Wahrscheinlich ist deswegen der Server 2 zu wegen den Jokers. Schon mal drüber nachgedacht? Kann das sein? Kann das durchaus sein? Nein, ja, vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber es wäre auf jeden Fall, würde auf jeden Fall sonst. Nein, ich will die Elite-Strecke nicht machen. Nein, Jana, nein! Nein, Jana, verdammt! Hör auf, ich will das nicht machen. Ich mache gleich ein Gruppenrennen, wenn ich das sage. Da muss ich jetzt leider hier rausgehen. Ja. Tut mir leid, Jana, aber no group race now. Yes, I decide when to make a group race, you know. So, hallo Tony. Oder Tony Greyhard? Ja, Tony. Ich sag Tony, okay? Hallo Tony. Peggy, grillst du noch? Achso, habe ich schon gelesen, genau. Tiffy schreibt, Kucke will mit den Erdbeeren halt auch Lidl unterstützen. Ja, tatsächlich war ich am Samstag bei Lidl und wollte Erdbeeren holen und sie hatten keine Erdbeeren mehr. Sie hatten generell kein Obst mehr. Sie hatten auch keine Äpfel mehr. Sie hatten keine Kiwis mehr. Sie hatten keine Birnen mehr. Sie hatten nur noch Bananen, aber die auch richtig,
Da war eh alles, ich weiß nicht, das war so Samstagnachmittag und dann zwischen den Feiertagen. Ich glaube, da ist halt einfach so, die kriegen da keinen Lastwagen und, oder vielleicht doch, aber halt nur wenig oder sowas, weil das ja sonst kaputt geht, wenn das dann Sonntag, Montag dann da liegt. Und da haben sich die Leute anscheinend um das Zeug gekloppt und oh mein Gott, das war so schlimm. Ich habe das noch nie so schlimm in einem Lidl gesehen. Also da lag alles außerhalb der Regale und mein Gott, gerade furchtbar was. So. Du bist immer an meiner Startseite. Ach, das ist aber süß. Ja, Erbsen. Emmy mag auch Erbsen. Erbsen sind geil. Also, falls euch nicht wundert, ich habe heute diese Kopfhörer auf und nicht diese hier, weil, because, ich muss meine Ohren ein bisschen schonen, weil die tun halt echt auf den Ohren weh. Und die hier, meine Sennheiser, sind super bequem, weil die haben so ein großes Ohrpolster-Ding und die sind mega geil. Deswegen gibt es heute keine leuchtenden Katzenöhrchen, sondern halt meine normalen Headphones, aber ich denke, euch ist es ziemlich egal. Und das ist doch gut so. Hallo Glory, grüß dich. Hallo Zoe, ne? Wünsche dir einen chilligen Abend. Wünsche ich dir auch, Zoe. Einen sehr, sehr chilligen Abend. Du warst das, weil ich habe das Rennen noch nicht. Wer war das? Ich mag die Jokers nicht, aber die sind auf allen Servers verteilt. Ach, mir sind die Jokers egal. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Also von dem her, mir ist es doch wurscht. Ich möchte auch Star Rider werden, aber ich weiß nicht, wie. Kannst du mir helfen? Ja, also Star Rider musst du kaufen, beziehungsweise deine Eltern für dich oder je nachdem, ob du über eigenes Barvermögen verfügst. Du kannst, du musst dann Star Rider kaufen, das kannst du entweder in einem monatlichen Abo machen, dass du sagst, du bist kurzzeitig Star Rider und kannst dann das Vollzeit spielen. Ich habe die Preise nicht im Kopf, die sind auf jeden Fall zu teuer. Oder du kannst Lifetime kaufen, das kostet momentan, glaube ich, in irgendeinem Angebot 60 Euro oder sowas, 70 Euro. Da gibt es bestimmt ein Osterangebot gerade. Und dann bist du für immer Star Rider. Aber es kostet halt mehr, ne? Aber dafür bist du es halt für immer, keine Ahnung. Du musst halt gucken, ob du das... Nee, ich mache gleich selber eine Gruppe, Leute. Ich mache gleich eine Gruppe wegen Gruppenrennen auf, okay? Dann habe ich wieder eine Aufgabe für euch, was ihr in den Chat schreiben müsst. Und dann kommt ihr hier in die Gruppe und dann machen wir ein Gruppenrennen. Ich will mich mit euch challengen, ja? So. Wieso steht ein Tanner mit dem Hintern zu mir? Das hat er noch nie gemacht. Was ist denn da los? Tan, was geht? Was geht, Tan? Das ist unhöflich, ne? Unhäuflich. Erstmal schnell den Josh noch hier wegracen. So. Und dann machen wir gleich bei Josh Gruppenrennen. Yeah. Denn ich bin bei Josh in dem Barrel Racing, Pole Bending, bin ich richtig gut. Wir machen die ganzen kleinen Rennen. Wir machen also hier jetzt ein Gruppenrennen. Dann machen wir ein Gruppenrennen bei dem Baroness-Rennen. Und dann machen wir noch ein Gruppenrennen bei Mali. Das sind so kleine, schicke Strecken. Mal gucken, wo wir noch eins machen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine Möglichkeit, dass wir ein cooles Rennen machen. Und dann machen wir das natürlich da auch. Tschüss, Dada. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, muss ins Bett. Alles klar, Dada. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Schlaf schön. So. Okay. Ich kann den Server nicht wechseln. Bettina, warum kannst du den Server nicht wechseln? Was ist denn da los? Ich war schon mal auf den Wolken. Nee, das stimmt überhaupt nicht, Brigitte. Ich war zum ersten Mal auf der Welt. Zum allerersten Mal auf der ganzen Welt war ich zuerst auf den Wolken. Ne? Emmy geht einen Familienspaziergang machen. Alles klar, geil, viel Spaß. Das Wetter bietet sich an, ist ja traumhaft heute. Ich war vorhin auch schon draußen. War sehr, sehr schön in der Sonne, wirklich. Ist immer toll. Und ich gehe ja nachher auch nochmal grillen. Also von dem her, yeah, grillen. Yummy. Könnt ihr ein Foto haben auf Instagram. So, also, jeder, der jetzt mit mir ein Gruppenrennen machen will, der schreibt in den Sarg-Chat, Peggy, siehst du mich nicht? Ich weiß es nicht, Kate. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich sehe oder nicht. Irgendwo steht hier bestimmt eine Kate. Peggy, Lea, ich. Steht denn hier eine Kate? Wo ist denn eine Kate? Mit was für einem Account bist du denn hier? Das ist doch bestimmt mit einem zweiten Account. Ne? Nein, ich lehne sie ab. So, Peggy, ich. Jawoll, läuft. Hannah, jawoll, Ruby, jawoll. Na ja, mach das doch so. Endlich bist du auf meinem Server. Ja, natürlich. Yeah. Hi, Bella. So, du bist voll cool. Hat jemand im Global-Chat Bescheid gesagt, dass wir einen Stream machen und die gerne vorbeikommen können? Hat das jemand gesagt? Oh mein Gott, Lucy Love, Dankeschön für dein Abo. Vielen lieben Dank und willkommen in der Flauschigsten Community auf YouTube.
So, wen habe ich denn jetzt? Habe ich im Chat jemanden überlesen? Ich muss los. Tschüss. Little Psycho Player Cookie. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Matty Jennifer schreibt, ich kann es nicht kaufen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Bei mir steht, dass ich meinen Account bestätige und ich habe es gemacht und es geht einfach nicht. Oh ja, da stimmt irgendwas mit der E-Mail für Bestätigung nicht. Das kann natürlich sein. Das spinnt manchmal. So, warte mal, wer war denn jetzt da? Nach Ruby? Jana Starfire Gruppe. So. Na? Ach, es sind mehrere Rubies. Ach, deswegen, da habe ich mich dann vertan hier. Na, nimmt sie nicht an. Die Jana, dann lade ich die Charlotte nochmal ein hier. Jeder, wer halt annimmt, ne? Lova, so. Ah, da wird schon angenommen von Charlotte, hä? So. So, Lovas, hey, Peggy Alda, hey. Hey, nicht gay. Dankeschön, Lucy Summer Eagle. Willkommen in der wohl flauschigsten Community auf YouTube. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Abonnement. So. Moin, Paul Barnang. Peck, ich finde, du bist richtig nett. Danke, dass du bei uns auf Server bist. Ja, immer gerne. Immer gerne komme ich euch besuchen. Das ist ja wohl ganz, ganz selbstverständlich. Bleibst du erstmal im Nicht-Server-Gebiet? Ja. Also wir machen jetzt die Sachen im Nicht-Server-Gebiet und dann später, wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir in die Star-Rider-Gebiete und, ne? Aber erst machen wir das mal. Charlotte, wenn du bitte das Gruppenrennen bestätigen würdest. Das wäre wirklich ganz fantastisch, Charlotte. Das wäre wirklich richtig toll, Charlotte. Charlotte, das wäre wirklich... Ich kann nicht auf OK drücken. Oh je, Charlotte. Ja, Charlotte, dann musst du leider die Gruppe verlassen. Das tut mir sehr leid. Dann musst du... Dann geht das. Manchmal geht das halt einfach nicht. Dann versuchen wir es gleich nochmal mit dir, Charlotte, okay? Dann muss Charlotte rausgehen aus der Gruppe und wir starten das Rennen und versuchen das gleich dann nochmal, ja? Oh, Flinkpfote hat Chatsperre. Ah, es ist diese Chatsperren, oder? Das ist unglaublich. Unglaublich. So, wow, Vollgas. Boah Gott, ich gewinne das ja noch. Nein, oh Gott, das sage ich schon gerade. Ach so, da kann ich in beide Richtungen rein. Ah. Hey, wer ist denn da so weit vorne? Ruby und Inni. Oh Gott, und ich so voll hinten dran. Dankeschön, Mia Sophie. Vielen lieben Dank für dein Abo und willkommen auf Laufschicksten. Come on, hey. Lol, ich wollte kein Caps schreiben. Lisa, bitte. Lol, ich habe gar kein Caps bestellt. Oh Gott, ich muss schnell sein. Komme ich noch vor? Nein, Ruby ist vor mir. Aber auf jeden Fall vor Indiens Ziel. Ruby erster, dann Ruby, dann Peggy, dann Inni. Ganz knapp hintereinander. Ah ja, das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Sehr spannende Sache. Wollte nochmal. Ich versuche es nochmal mit Charlotte. So, komm, Charlotte, wir versuchen es nochmal. Charlotte, meld du uns mal an. Kannst du uns anmelden, Charlotte? Geht das? Versuch du mal, das zu starten, das Rennen. So, im Ernst? Alter, muss off, bye. Oh mein Gott, Flinkpfote, wieso musst du off? Was ist los? Schönen Gruß von Crystal Sunkeep. Leider kann sie nicht schreiben, da sie Chatsperre. Danke. Dann natürlich auch viele Grüße an Crystal Sundeep, wenn du das hörst. Ich hoffe, Crystal Sundeep hört das. Ich weiß nicht, ob sie es hört. Aber Dankeschön. Und auch viele liebe Grüße an dich natürlich. Also jetzt gucken, ob Charlotte das macht hier. Na? Crystal steht auch da. Ah, das ist ja cool. Da steht sie, Sundeep. Ah, warte, ich hau ihr mal einen Gruß raus. Hi. Hi. Nein, ich habe Patricia. Jetzt habe ich Dani gewunken. Mist, ja, warte mal. Crystal, so. Ja, hallo. Hallo, Crystal Sundeep. So. Da steht, dass die zu weit weg sind. Ja, Moment, was? Aber mir geht das. Ja, Charlotte, sorry, dann passt irgendwas nicht. Dann passt irgendwas nicht. Dann geht das leider hier nicht, das Rennen. Wir versuchen es dann gleich noch beim nächsten, Charlotte. Tut mir sehr leid. Star Stable mal wieder, ne? Was soll man da machen? Das ist echt richtig doof. Schade. Wollte mir einen Flauschebrief schreiben, aber da man keine Briefe auf Server verschiedene schicken kann. Ach, Kate, ja, das ist natürlich blöd. Dann, weiß ich auch nicht. Schick mir doch einen echten Brief oder so. Weiß ich auch nicht. Oder eine E-Mail. Oder schreib einen Kommentar. Oder schick's einfach hier in den Chat. Oder so. Ich weiß auch nicht. Oh nein, ich bin voll hängen geblieben. Jetzt sind sie alle viel schneller als ich. Könnt ihr bitte auch hängen bleiben? Oh Gott, aber so oft wie ich hier hängen bleibe, bleibt auch sonst niemand auf der Welt hängen, oder? Das ist eigentlich einzigartig schlecht, oder?
legendär schlecht hier in den Pole Bendings. So, Charlotte, wir versuchen es dann gleich nochmal. Ja, ne? Da, wir gehen jetzt mal woanders hin und dann kannst du nochmal probieren. Alles doch gar nicht so schlimm, Charlotte. Alles halb so schlimm. Und ich werde mit Abstand der Letzte. Ja, so ist das halt, ne? Ich kann es halt einfach richtig gut. So, wir gehen jetzt zurück und zwar Richtung... Was können wir nicht im Nichtstar Rider Gebiet noch für Rennen machen? Gibt es da irgend so ein Fun Race im Nichtstar Rider Gebiet? Nicht, gell? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir gehen zurück nach Fort Pinter. Da machen wir noch das Rennen. Und dann schauen wir mal, wo wir denn hinfahren. Ich glaube, wir fahren dann nach Jalaheim. Ja, ich glaube. Ich war bei einer Oma. Also, Finja schreibt. Ich war bei meiner Oma und habe viele Süßigkeiten bekommen. Eine Tüte. Du hast viele Süßigkeiten in einer Tüte bekommen. Das ist natürlich cool. Ich habe Schokokrossis bekommen. Und Milka-Herzen. Voll geil. So. Hallo Jesse, grüß dich. Ich habe gestern noch kein The Dark Knight geschaut, bin eingepennt. Och, Jesse, wie kannst du das Christian Bale nur antun? Ich weiß es nicht. Warum machst du das? Eine Gruppe von Dina Wellpath. Ah ja, Dina Wellpath. Das ist doch Melanie Comic hier, ne? So, Perke, kennst du mich noch? Ich war lange nicht aktiv. Schreibt, Henry spielt. Ja, natürlich. Henry. Ich bin übrigens Lisa Bitterrider. Sorry für die Capture. Ach so, ja, alles gut. Nichts passiert. So. Dankeschön, Bella. Das ist echt süß von dir. Schreibt dir gerade, Peggy, bist der Bestio. Vielen lieben Dank. Ich schicke bestimmt irgendwann einen Brief. Alles klar, Kate. Das ist cool. Ich habe den kompletten Brief geschrieben und dann kam die Nachricht. Ah ja, ist ja blöd. Das ist wieder Starstable. Gell, warum sowas nicht geht? Kein Mensch weiß es, ne? Das ist einfach richtig doof. Ich gehe mal kurz AFK, alles klar. Bettina muss gehen. Okay, ich hoffe, ich treffe dich irgendwann auf Cloud Coconut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Bettina. So, ja, ich freue mich drauf, Kate. Ich freue mich drauf. Hab gestern 10 Euro an eklige Schokolade bekommen. Bestes Ostern. Ja, 10 Euro ist doch cool, oder? Guck mal, im geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Also nimm doch die 10 Euro, ne? Und die Schokolade kannst du ja weiter verschenken oder sowas. Es tut mir sehr leid für Batman. So einen tollen Schlaf hatte ich gestern in den ganzen Ferien noch nicht. Achso, ja. Dann passt ja, dann hat sich das ja gelohnt. Vielleicht hast du ja dein Geheimnis gefunden, um einen wunderbaren Schlaf zu finden. Ne, Batman gucken. Schläfe dich einfach super ein. Oh, die 10 Euro kommen in die Merch-Kasse. Yeah. Das finde ich cool, Kate. Das feiere ich. Das feiere ich. Vielen Dank dafür. Hallo Larissa, grüß dich. So. Komme on, aber nur in Nicht-Star Rider-Gebieten. Na los. Lange sind wir nicht mehr im Nicht-Star Rider-Gebiet, denn das Nicht-Star Rider-Gebiet ist ja mit Fort Pinter und Moorland schon sehr begrenzt, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist natürlich, ja, schade. Es ist sehr schade, ja. Dann, vor allem in Fort Pinter haben wir leider nur ein Rennen. Das ist auch sehr schade eigentlich. Warum haben wir denn hier nur ein Rennen? Finde ich doof. Ich finde, Fort Pinter sollte mindestens 2 oder 3 Rennen haben. Es ist so ein wichtiger Ort. Da finde ich, sollte es schon mehr Rennen geben. Da ließ sich bestimmt noch mehr machen. Da draußen zum Beispiel, wo das Ponyrennen ist, da noch ein normales Rennen oder so. Das wäre doch cool. Warum geht das nicht? Ich weiß es nicht. Das soll doch mal gehen. Oh je, Abigail, das ist natürlich schade. Auf welchem Server bist du denn, Abigail? Kannst du hier in die Dolphins Friends kommen, wenn du Lust hast. Wenn du auch auf Server 7 bist, dann lade ich dich gerne ein, Abigail. Und dann hast du wieder einen Club. Ah, Player Cookies wieder. Willkommen zurück. So. Kommt wieder Goat Simulator. Ja, Goat Simulator. Da habe ich gerade gar nicht auf dem Kasten. Kann ich jetzt, vielleicht habe ich mal spontan irgendwie Bock drauf, aber ich, das also, kann ich jetzt nicht sagen, dass das mal irgendwann kommt. Ne? Das ist wirklich,
Schwierig. Wir brauchen überall Rennen. Richtig. Wir brauchen überall ganz viele Rennen. Rennen. Ich will auch ausschalten können, ob ich bei dem Rennen XP bekomme oder nicht. Das wäre cool, wenn ich vorher aussuchen könnte, ob ich XP bekomme für das Rennen oder nicht. Ja, ich könnte ein Gruppenrennen machen, dann kriege ich eh keine XP. Schon klar. Aber wenn ich keine Freunde habe... Ich habe keine Freunde. Nein, es geht doch nicht, oder? Geht das? Achso, wenn man Highscore-Rennen macht, da kriegt man kein XP. Achso, bei einem Highscore-Rennen kriegt man kein XP. Sorry, ich spiele Star Wars Stable noch nicht so lange. Ich weiß es nicht. Ich weiß solche Sachen nicht. Es tut mir sehr leid. Ich weiß sowas halt nicht. Ich spiele Star Wars Stable erst in der Woche. Ich habe mir den Account illegal auf eBay gekauft. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach vergessen, dass es Highscore-Rennen gibt. Weil ich die nie mache. Guckt mich an. Ihr seht, wie ich die Rennen mache. Sollte ich da wirklich Highscore-Rennen machen? Wir gucken mal meine Zeit. 1,54, ja? Also, 1,38 ist die Bettzeit von Valentina Madgrove. Guck mal, und ne, das ist 20 Sekunden schneller. 20 Sekunden. Wisst ihr, wie lang 20 Sekunden sind? Zu lang. Oh, wir machen ein Rennen. Ein Spieler kann die Einladung nicht annehmen. Bin ich das? Nee, oder? Wir hatten das ja angemeldet. Wer hat das jetzt angemeldet? Also, ich wäre dabei. Nein, ich muss nicht übernachten. Nein, was ist das hier? Ja, ich wäre dabei. Lova Skysee nimmt mich an. Lova! Lova, komm doch mal her. Lova! Kann mal bitte jemand Lova rufen? Leute, okay, alle bei drei müssen wir alle ganz laut Lova rufen. 1, 2, 3. Lova. Kommt sie? Nee. Ja, und Lova ist nicht da. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Wo ist jetzt Lova? Mandy, bitte lad mich in die Gruppe ein. Ja, die Gruppe ist leider voll, da kann Mandy gar nichts machen. Nein, nicht Nova, sondern sie heißt Lova. Ruby, du musst schon richtig. Nova, nee, Ruby, sie heißt Lova. Sie heißt halt Lova. Verstehst du? Nicht Nova. Na? Hey, klar. So. Also. Lova, genau, sehr gut. Ihr seid sehr brav. Jetzt habe ich meinen Brief an Master.Dotter geschickt. Das ist okay. Gibt es am Mittwoch neue Pferde? Das weiß ich nicht. Ich arbeite nicht bei Star Stable. Ah, vielleicht. Dann ist ja das Oster-Update vorbei. Es geht ja nur eine Woche? Geht es 2 Wochen? Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ist dann das Oster-Update vorbei? Nee. Die Wolkendorf, das bleibt noch, glaube ich, bis zum 25. oder sowas. Oder 24. Die Ostersuche, glaube ich, hält auch noch ein bisschen an. Und ich glaube, da kommt nichts Großartiges Neues. Glaube ich nicht. Aber es würde natürlich Sinn machen, weil sie haben jetzt doppeltes Starcoins-Wochenende und super Oster-Angebot-Sale. Und dann können sie neue Pferde machen, damit ihr gleich eure Starcoins wieder raushaut. Das ist natürlich schon... Das kann sein, ja. Das mag schon stimmen, ja. Hallo Kelly, grüß dich. So, muss Ofen 3%. Okay, Finja, Ofen 3% ist natürlich wichtig. Dann beeil dich lieber, ne? Nicht, dass der Ofen auf einmal 0% und dann... Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert, wenn der Ofen 0%, ne? Wenn offen 0%. Ich denke, dass es irgendwie neue Hotties gibt. Ja, kann schon sein, Kate, ich kaufe nichts. Also okay, ich weiß jetzt nicht, wie die aussehen, aber mal sehen. Ich hätte gerne ein graues nordschwedisches Kaltblut. Nee. Doch, hätte ich nicht gerne. Das passt schon so. So. Peggy, ist eigentlich noch Platz in deinem Club frei? Ja, sicher, Laulau. Also, glaube ich. Weiß ich nicht. Es gibt ja keine Anzeige. Das ist immer so eine Frage. Guck mal, wenn hier stehen würde, 46 von 50, dann könnte ich dir sagen, ja, es ist noch Platz frei. Aber Star Stable kriegt es nicht mehr hin, so eine dämliche Anzeige da in das Spiel reinzupacken. Dann denke ich mir auch so, why? Ja. Alles machen sie und tun sie, überall Anzeigen und Tabellen und Kram und sowas, aber sie können nicht hinschreiben,
wie viele Plätze noch in einem Club frei sind. Das ist doch so doof. Das ist doch voll doof. Ja, das ist voll doof. Perky, ich komm gleich auch. Wartet. Lenja, okay, wir warten. So. Wie bekomme ich Nasenbluten weg? Kopf vor und Nacken kühlen. Ja, gute Idee. Also Kopf vor, Nacken kühlen. Ich mache es immer so. Ich nehme dann immer ein Tuch und drücke meine Nasenlöcher so zusammen. Dann hört es nämlich ganz schnell auf zu bluten. Klar, dann sind sie verstopft, aber sie hört auf jeden Fall erstmal auf zu bluten. Und dann trocknet es. Und dann hört es auf. Weißt du? Das passt dann schon. Man muss halt hier oben so schön drücken, ne? Dann verschließt sich das nämlich. So. Peggy kann ich in den Club. Ja. Du hast zwar nicht bitte gesagt, Charlotte, aber ich lade dich trotzdem ein, okay? Meine Reihenklöte ist voll. Okay, sorry. Sorry. Niemand ist rausgegangen anscheinend. Das heißt für uns, es gibt auf Server 9 treuere Fans als auf Server 8. Weil ich habe auf Server 8 den Club auch schon voll geladen. Und der war dann nach einem Tag wieder halb leer. Und gestern habe ich richtig viele von Server 9 eingeladen. Und die sind noch alle da. Also lässt mich das darauf schließen. Auf Server 9 sind die teureren Fans als auf Server 8. Na? Kann man jetzt schon ein bisschen so sagen. Es tut mir leid, Leute, der Club ist leider voll. Hätte ich einen dritten Account, würde ich gerne einen dritten... Ich habe schon zu euch gesagt. Ich mache mir schon einen dritten Lifetime-Account, aber ich bezahle den nicht. Also das müsst ihr dann machen. Ihr müsst mir dann, wenn ihr das wollt, dann nehme ich gerne eure Trinkgelder an, um mir meinen dritten Lifetime-Account zu finanzieren. Aber ich halte es nicht für nötig. Deswegen werde ich mir niemals einen kaufen. So, meine lieben Freunde und Freundinnen der Sonne, ja... Server 9 kriegt auf jeden Fall Pluspunkte. Genau, dick Kudos und Pluspunkte an Server 9. Finde ich richtig geil von euch. Server 9 ist das Beste, ja. So, ich habe noch so viel süßes Zeug zum Essen. Jesse, ja dann, teilst dir gut ein oder halt auch nicht, je nachdem, was du machen willst. Ich bin Server 8 und noch im Club. Ja, ich sage ja auch nicht alle, ne. Ich sage noch, das ist mir jetzt halt aufgefallen, ja. Ich hatte tatsächlich noch nie Nasenbluten. Ach, Carina, kein Problem, das können wir schon irgendwie regeln. Hatte Peggy gerade tatsächlich am Zuschauer Schläge angedroht? Nein. Man kann auch anders Nasenbluten bekommen. Ist ganz einfach. Du musst einfach, hast du das schon mal versucht? Den kleinen Finger ganz weit so ein bisschen. Mann. Bitte nicht machen. Hört auf. Mach das nicht. So. Jesse hat mega viel Schoki. Wer Jesse Schoki haben will, darf gerne da Bescheid geben. Zum Westcup Fischerdorf. Nee, nö, ach nö. Nö, fahr nach Jalaheim. Fahr nach Jalaheim. Ich hab mal Werbung. Schau mal hier. Isle of Zocken schreibt. Ich habe mal Werbung gemacht, dass du streamst im Globalchat. Vielen Dank, Isle of Zocken. Das ist cool. Das ist richtig guter Support. Ich danke dir vielmals dafür. Sowas ist richtig wichtig. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. In Zeiten, wo YouTube so schwierig geworden ist und wir natürlich auch wollen, dass mehr Leute unseren Stream gucken und Teil dieser flauschigen Community werden, ist es total wichtig, dass ihr auch mal in Star Stable sagt, hey, hier, das ist ein cooler Stream. Schaut euch das an, Leute. Der Perky macht es. Richtig witzig. Macht viel Spaß. Da bin ich voll auf euch angewiesen. Das passiert nicht von alleine. Also, da könnt ihr mir wirklich helfen und mich dabei unterstützen. Und ich finde es geil, dass ihr das macht. Ich finde das richtig, richtig geil. Also an der Stelle, vielen lieben Dank. I love zocken. Finde ich cool. Vielen Dank. Das gilt auch nicht gerne in Star Stable, sondern so bei euren Freunden, irgendwie in der Schule oder Klassenkameraden oder Freundinnen, Freunden. Geschwister, was weiß ich was, ja. Unterstützung ist immer gut. Finde ich super. Vielen lieben Dank an die das machen. So. So. Hi, Peggy. Bin schon fast die ganzen Ferien krank. Konnte keine Ostern feiern. Oh je, Fabienne. Ich wünsche dir gute Besserung. Und dass du auf bald wieder gesund wirst, okay? Und dann hast du noch ein bisschen was von den Ferien zumindest. Wann kommt wieder ein Brett? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jetzt Sachen, die habe ich halt gespielt und jetzt und dann haben sie halt irgendwie nicht so. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Die waren nicht immer ganz lustig. Guck mal, zum Beispiel bei Goat Simulator habe ich halt schon so viel gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da noch Neues machen kann.
Entschuldigt, kurzer Gan-Anfall. Hallo Keksi Cutie, Keksi Cutie. Keksi Cutie, was ist dein Lieblingsfederasse? Erstmal Keksi Cutie, vielen Dank für dein Abo. Und willkommen in der Flauschen Community. Das ist sehr süß von dir. Meine Lieblingsrasse ist das neue nordschwedische Kaltblut. Die neuen Kaltis sind so geil. Ja, ich feiere die total. Die sind richtig cute. Richtig hübsche, hübsche Pferde. Sehr schön gemacht. So, das ist sehr lieb von dir, Isle of Zocken. Vielen lieben Dank. Das ist echt toll. Leerlauf schreibt, ich bin Astrid Altop, bitte. Okay, Astrid. Ich versuch's mir zu merken. Ich weiß nicht wie, aber wie soll ich mir die ganzen Namen merken? Wenn wir mal überlegen, wenn jeder deiner Abonnenten 1 Euro spenden würde. Ja, ganz genau. Das wäre geil. Dann würde ich, weiß ich gar nicht, würde ich wahrscheinlich eine fette Verlosung machen oder sowas. Ja. Das wäre schon extrem. Dann könntet ihr dann entscheiden, was ich damit mache. It's Chiara Sunborn. Dankeschön, Chiara, für dein Abo. Willkommen in der Flauschigsten-Community auf YouTube. Da könnte ich mir auf jeden Fall den 3. Lifetime-Account holen und dann machen wir es. Dann machen wir so riesen Dolphin-Clubs. Dann holen wir uns einen eigenen Server. Schreibe ich das erste Blatt. Ich will einen eigenen Server haben. Den Dolphin. Den nennen wir uns dann Cyborg Dolphin. Der heißt einfach so. Blackberry Dolphin Galaxy. Dolphin Waterpool. Dolphin Ocean. Ocean Dolphin. Was weiß ich? Keine Ahnung. Irgendwas mit Dolphin. I very like dolphins. So, hallo Salzi, servus, hallo Vio, hi. Wieso kommt ein Vio erst jetzt? Die war doch vorhin schon die ganze Zeit im Discord rumgehangen, ich hab's doch gesehen. Im Discord. Also wirklich, wirklich, oder wurde etwa im Discord nicht gepostet? What in the world? Nein, ist doch auch egal. Anastasia schreibt, ich bin Donarock Dragon. Donner Rock Dragon. Jetzt so, oder? Donner Rock Dragon. Reitet ihr mit? Reitet ihr eine Donner Rock Dragon mit? Hallo? Ist hier eine Ronald Rock Dragon? Rock Dragon? Ich finde dich nicht. Nein, ich sehe keine Ronald Rock Dragon. Aber guck mal, wie viele Leute hier dabei sind. Ich feiere das so dermaßen. Ihr seid so geil einfach. Warte mal. Ich zähle mal auf. Wer ist hier alles dabei? Na, ich gehe mal durch. Da, Chiara ist da, Astrid ist da, Lova ist da, Dina ist da, ne, Isabelle ist da, Alexa ist da, also Inni, Ruby ist da, Patricia Acker, Dani ist da, dann Charlotte ist da, Isabelle ist da, dann Lena ist da, Acker, MySoftG, dann Crystal ist da, Ruby Springmore ist da, Lisa Bitrider ist da, Hannah ist da, wen haben wir dann noch? Rose ist noch da, Veronica, Astrid und wer schreibt da die ganze Zeit? Wen habe ich da jetzt überlesen? Sally, nee, Bella. Wunderbar. Ich finde es so toll, dass ihr dabei seid. Veronica Marsana hat sich ausgelockt. Hat sie wohl keinen Bock mehr, die Vero. Ja. Dankeschön. Ich finde es richtig toll, dass ihr alle dabei seid. Wisst ihr das eigentlich? Das ist total, total toll, dass wir mit so einer großen, flauschigen Gruppe unterwegs sein können. Ich feiere das. Ich hoffe, euch macht das auch so viel Spaß. Wir haben auch gute Musik heute wieder hier im Hintergrund. Na, es geht voll funky, ist hier voll unterwegs. So, da ich eine Nervensäge bin, frage ich an dich, wann kommt wieder Horse Hotel? Oh, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich habe ja gesagt, ich spiele Horse Hotel so lange weiter. Also, pass auf, das Problem mit Horse Hotel war, ja. So, jetzt machen wir kurz mal hier Stopp. Ich muss mal das erklären mit Horse Hotel. So, also. Pecky, das macht mich traurig. Was macht dich traurig, Lenya? Was ist denn los, Lenya? Pecky, bitte, was denn? Was ist denn? Wie heißt der will mit der Server oder was? Ja, da steht's. Blackberry Galaxy Server 7. Was ist das? Blackberry Galaxy. Also, Dankeschön, Flummi streamt, für dein Abo. Vielen herzlichen Dank und willkommen auf Flauschigsten Community hier auf YouTube. Also, Horse Hotel. Es war so, dass ich Horse Hotel gespielt habe. Ich habe das Let's Play gesehen. Und dann ging es immer weiter. Und dann ist ja der komplette Spielstand weg gewesen. Und ich musste die ganzen Tage alles, was ich in Horse Hotel gemacht habe, musste ich neu machen. Und das hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich soweit bin, dass ich es weiterspielen kann. Und ich habe es aber dann irgendwie total vergessen. Und deswegen, ja. Das so, aber da kommt auf jeden Fall wieder was. Gut, dass du mich daran erinnerst. Brigitte, danke. Gut, dass du mich an sowas erinnerst, sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Okay? Lucy schreibt, ich komme, du bist auf meinem Hammer-Server. Ja, dann komm ran, Lucy. Komm, wir sind in Jarlaheim. Also, wir machen jetzt die Rennen und chillen da. Diana, oh, wieder mit Facecam. Sichi,
Dragon Horse. Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen in der flauschigsten Community auf on the whole wide planet. Sonata Starbeast, dankeschön für dein Abo. Willkommen auch der in der flauschigsten Community auf YouTube. Sag mal, Leute, habt ihr noch Ferien? Habt ihr noch eine Woche Ferien alle? Macht mal Hand hoch, wer hat noch Ferien? Gib mal einen Daumen. Macht mal einen Daumen, wer noch Ferien hat. Ich muss mal das eben abchecken. Das entscheidet nämlich, wie ich die nächsten Tage streamen. Ist tatsächlich so. Also, weil ich, wenn ich weiß, es haben viele Ferien, dann teile ich dazu meine Streamzeiten ein. Wisst ihr? Dann organisiere ich das nämlich schon so für euch, dass wir alle zusammen streamen können. Okay? Also, wenn ihr Ferien habt, Thumbs up. Kannst du mich einladen, heiße Beta Ponyhorn? Wohin soll ich dich denn einladen? Meine Gruppe ist voll, es tut mir sehr leid. Und so. Das geht jetzt gerade nicht. Okay. Morgen muss ich wieder zur Schule. Fjordi, also, wenn ihr schon den Daumen hier hoch gibt, könnt ihr auch gerne unten den Stream liken, wenn ihr Bock habt. Peggy, warte, bevor du dahin gehst, wo ich nicht kann. Ja, Lenja, ich weiß nicht, wohin du kannst. Du weißt ja gar nicht. Mann. Was sind nochmal Ferien? Ach so, Ferien ist das, wenn man nicht arbeiten gehen muss. Also, oder Urlaub, kann man auch so sagen. Semesterferien, Urlaubferien. Ihr habt ja alle Ferien, außer Vio. Was ist denn mit euch? Ja, seid ja voll krass unterwegs hier. Hab Urlaub. Geil, Sarah. So, ich hab auch ein, zwei Tage frei. Und dann können wir nämlich richtig cool streamen, okay? Da muss ich nämlich nicht in die Arbeit gehen, aber... Sag das niemandem. Nee, ich muss auch ein bisschen auch so mich so kümmern so. Ich habe also viel anderes auch zu tun jetzt, wenn ich mal frei habe. Aber ich will natürlich auch viel mit euch streamen. Und deswegen finde ich das ganz geil, dass ihr auch frei habt. Und dann läuft das nämlich. Auf welchem Server bin ich nochmal? Hier steht's. Da. BlackBerry Galaxy. The Galaxy full of Blackberries. Der hat jemand irgendwann mal... wie war das bei Stephen King's S? Eine alte Schildkröte hatte Magenbeschwerden und hat dann die Galaxie ausgekotzt. Und deswegen gibt es unser Universum, so unsere Galaxie. Weil eine Schildkröte Magenbeschwerden hatte. Interessante These. Ne? Und da entstand dann die, wenn sie Blackberries gegessen hat, die Schildkröte, so ist dann die BlackBerry Galaxy entstanden. Und die ganzen Planeten sind gar keine echten, also die sind alle, haben alle einen BlackBerry-Kern. So, ne? So, könnte natürlich sein. Hallo Tasty, grüß dich. Tasty auch schon länger nicht mehr gesehen. Ab und zu in den Streams, ja, Tasty. Du, wo bist denn du immer so, ha, Tasty? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit Tasty? Du warst auch schon mal treuerer Zuschauer. Mann, ich beschwere mich jetzt bei allen, die immer nicht so oft gucken. Hier werden jetzt ordentlich Backpfeifen verteilt an die Zuschauer, die nicht zugucken. Tut auch gut, mal nicht Brötchen zu verkaufen. Richtig, Sarah. Richtig. Aber da ging es doch jetzt bestimmt voll rund über Ostern, oder? Sarah, ist das nicht genau die Zeit, wo Gebäck mal mega krass eskaliert? Bestimmt, oder? So Ostern und Fasching? Das sind doch, also Ostern ist schon die ganzen Zöpfe und das ganze Zeug, oder? Da geht's doch richtig ab und alle machen schön Frühstück mit der Familie und das und pipapo. Ich glaube, da geht's auch richtig krass ab. So, kommst du öfters auf Service 7? Ja, Lotte. Ich werde das jetzt immer entscheiden, über Instagram oder je nachdem, wie eure Resonanz ist. Vielleicht mache ich ja einmal die Woche ein Voting-Video. Das ist eine gute Idee. Ich mache euch einmal die Woche ein Voting-Video und da dürft ihr voten, auf welchem Server ich streamen soll und in der Reihenfolge, wie die Ergebnisse sind, klappere ich dann über die Tage die Server ab. That sounds like a good idea. So machen wir das. Könnt ihr mich bitte in die Gruppe laden? Nein, meine Gruppe ist leider voll. Es tut mir sehr leid. Wir wechseln die Gruppe gleich mal, wenn wir dann Gruppenrennen machen. Aber jetzt gerade noch nicht, okay? Lilia ist mit Kate. Vio, ich habe am Donnerstag und Freitag auch wieder Schule. Oh je, ja, ihr Armen. Ihr Armen. Ich auch. Ich muss dann auch wieder hin. Wie gesagt, ich habe nur ein, zwei Tage. So, bin eine stille Zuschauerin. Ich bin öfter da, als du glaubst. Alles klar, Tasty. Ich habe nichts gesagt. War nur Spaß, Tasty. Alles gut. Ich mache doch nur Spaß. Das solltet ihr eigentlich wissen. Ach so, ja. An jeden, der mich noch nicht so kennt, die jetzt hier neu seid im Stream, herzlich willkommen erstmal. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr da seid. Eine kleine Warnung. Ich mache öfter mal einen Spaß. Also, wenn ich irgendwas sage, wo ihr denkt so, hä?
Was? Dann denk darüber, ich meine das meistens nicht ernst. Also wir machen hier echt viel Fun und Jux und Dollereien. Und wenn ich sage, dass ich was ernst meine, dann sage ich dazu, dass ich das ernst meine. Ansonsten ist das alles Spaß, was wir hier machen. Also von dem her nicht irgendwie denken, oh, was ist mit ihm? Was sagt ihr da? Es ist Spaß. Ne? So. Peggy, warte doch auf mich. Jede Mandy. Hoi, Lucy. Guck mal. Charlotte Blackbeard Blueberry Spoon schreibt, lol, weil dein Hafi einfach wie meiner heißt. Vielleicht heißt auch dein Hafi einfach wie meiner. Huh? Hast du dich vielleicht inspirieren lassen bei mir? Oh mein Gott, eine Loot. Wow. Wir brauchen Loot, sagt Fuchs. Ja, wir brauchen mehr Loot. Schickt sofort Lootsnachrichten. Alle müssen Lootsnachrichten schicken. Wir brauchen Loot. Darf ich auf deine Friendsliste schreiben, Lova Pferde? Lova, ich glaube, fürchte, die Friendsliste ist voll. Ich muss sie mal ausrangieren, ausdingsen. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich sie komplett löschen soll, wenn ich jetzt ESO-Server springe. Aber es sind natürlich die jetzt schon drauf sind. Oh, schwierig. Da muss ich jetzt mir Gedanken machen, ob ich tatsächlich, wenn ich jetzt mit dem Account immer Server springe, ob ich dann die Freundeslisten immer aussortiere. Oder ob ich sie jetzt einmal aussortiere. Ja, ich habe noch so ein paar Leute, die müssen noch aussortiert werden. Weil sie entweder auch im Club sind oder sowas. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute, die auf der Freundesliste sind, auch im Club sind. Also, dass die Clubbies auch auf der Freundesliste sind, weil das macht ja nicht viel Sinn. So, wie heißt auf SCSO? Heißt Mandy Master Dotter oder Mandy Shy Dotter? Mittwochsschule, okay. Takchen, hallo Sina und Jasmin. Was? Nein, er macht nur Spaß. Ich habe immer gedacht, es wäre ernst. Ja, Inni, bei dir meine ich es meistens ernst. Also wenn ich mit Inni schimpfe, dann ist das immer ganz böse. Aber ich schimpfe nie mit Inni. Warum auch? Er gibt gar keinen Grund dafür. So. Nein, Inni ist ja total super, deswegen gibt es da gar keinen Grund für sowas. Kennst du ihn nicht, Inni? Ja, der Ernst, der Spaß. Niemand kennt ihn. Nein, ich kenne ihn nicht, den Spaß. Niemand kennt den Spaß. Peggy, steig doch mal bitte, ich sehe dich nicht, alles klar. Wie lange spielst du schon SSO? Das ist jetzt mein viertes Jahr. Mein viertes Jahr. Verdammt. Okay, dann bitte nie mit mir schimpfen. Nein, Inni, ich würde niemals mit dir schimpfen. Ich wüsste gar nicht, wieso. So. OMG, ich habe gerade erfahren, dass ich morgen doch nicht Ferien habe. Dass du doch noch Ferien hast. Noch. Nee, nicht, sondern noch. Nicht, sondern noch, ne? Niedersachsen hat doch ab morgen keine Ferien mehr. Achso, ist das so? Habt ihr nicht lange Osterferien? Wir in Bayern, also wir, ich nicht, aber die Schüler in Bayern haben am Ostern 2 Wochen Ferien. 2 Wochen Ferien. Ferien. Wir hatten gestern um 10:30 keine Brötchen mehr. Sarah, ich glaub's. Krass. Wow. Du, Sarah, sag mal, wie ist denn das so? Das interessiert mich jetzt. Ich bin ja so ein Trinkgeldgeber. Ist das üblich in der Backstube, Bäckerei, dass Kunden da Trinkgeld geben? Weil die schauen mich manchmal so komisch an, wenn ich ihnen Trinkgeld gebe. Also wenn das Brötchen, also mein Einkauf jetzt sagen wir mal 2,60 Euro kostet und ich sage, passt schon, dann schauen die mich so an und sagen so, hey, du kriegst nur 40 Cent. Sie bekommen noch 40 Cent. Und dann sage ich so, na, passt schon. Und dann weiß ich gar nicht, wohin damit. Dann sage ich, hast du keine Kaffeekasse? Und dann schaut sie mich so an, eine was? Sag ich, eine Kaffeekasse. Ja, sowas habe ich nicht. Dann sage ich, okay, dann gib her. Ja. So. Keine Ahnung, ich hätte immer komisch angeschaut. Bei uns in Bayern ist das so, das sagt man gerne mal, passt schon. Ja. Und das ist halt so. Ist das untypisch? Oder wissen das so? Bei euch? Habt ihr eine Kaffeekasse in der Packstube? No. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch eher seltener in Backstuben. Wobei Backstuben was Tolles sind. Die haben da mal Kuchen und Torten und sowas. Ist alles so lecker, aber ist natürlich alles total ungesund. Ne? Ja, das, der Peggy darf es auch nicht. Ich muss doch auf meine schlanke Linie achten. Und wir hatten gestern sehr leckeren Karottenkuchen. Meine Mama hat Karottenkuchen gemacht und der war deliziös, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich fand den sehr lecker. Der war wirklich schmackhaft und saftig. Ne? Also das war wirklich ordentlich. Ja? Lenja, was ist denn? Schreib doch mal, was du möchtest. Peggy, da Friede bin ich, schau bitte. Guck mal, wieso was. Lenja, sei mir nicht böse. Aber da steht tatsächlich Peggy,
da, die, Friede, bin ich. Schau bitte. Okay, ich suche jetzt nach einer Friede. Oder heißt du anders? Da ist doch gar keine Friede. Ich weiß nicht, was das. Wer ist denn Friede? Ich bin Friede nicht. Wie könnte Friede denn wirklich heißen? Habt ihr einen Tipp? Ist Friede überhaupt auf unserem Server? Ich weiß es nicht. Gott. Kann mir mal jemand helfen, Friede zu finden? Ich will, dass du mich siehst. Oh Gott, Lenya, ich will, dass du mich siehst. Mach deine Augen auf. Ich stehe dort hinter dir. Guck mich sofort an. Okay, okay. Wo ist sie denn, die Friede? Ich sehe sie nicht. Bist du die Friede? Nein. Friede? Friede, Fenja. Friede. Ich will, dass du mich siehst. Das klingt wie so ein Buchtitel für so einen Psychothriller. Ich will, dass du mich siehst. So, Friede. Hier, Mandy Amberstep. Hier, Peggy. Ist Mandy Amberstep die Friede? Bist du Lenya? Lenya, bist du Mandy die Friede? Da, die hier mit der knackigen Sonnenbrille? Ich hab sie gesehen. I saw you. Krasser Mustache, Chloe. Krasser Mustache. Wow. Hier. Das. Ja, was ist das? Leute, ihr seid so geil. Einfach, das ist ja der Hammer. Okay. So. Friese, nicht Friede. Achso, der Osterfriese. Der Osterfriese. Geil. Ich bin Ruby Hawkrider, guck mal. Okay, ich guck. Willst du, dass ich dich sehe, Ruby? Willst du auch, dass ich dich sehe? Wo ist Ruby Hawkrider? Oh mein Gott, jetzt, ich habe schon ein bisschen Angst jetzt vor euch. Wo ist Ruby Hawkrider? Achtung, Achtung. Da hinter mir ist Ruby Hawkrider. Da. Da, Ruby Hawkrider. Krasse Lippenbemalung. Bauchfrei, ist das nicht ein bisschen kühl noch für bauchfrei, Ruby? Ich meine ja nur, wo ist Peggy? Anna Peace River, ich bin hier. Anna. Juhu, du hast mich gesehen. Ja, ich habe euch gesehen. So, wir gehen mal langsam. Mein Gott, ey, voll viele Leute. Es ist so geil, ey. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Ich finde euch super. So. Oh Gott, guckt uns bitte einfach alle an. Ja, ich gucke euch alle an. Ich gucke jeden von euch an. Seht ihr, ich gucke mit meinen Augen. Ich gucke alle. Da. Jeden. Ich habe euch alle gesehen. Ach, ihr seid alle wunderschön und hübsch und habt richtig tolle, flauschige Superpferde. Wowzi. Aber nur einer hat den richtigen krassen Mustache, ne? Und das ist Chloe. Das muss man schon mal bemerken hier. Guckt euch mal den Mustache an hier von Chloe. Guckt euch mal Chloes Bart an. Ja, das ist schon der Zwirbelbart, ja? Der lässt keine Wünsche offen. So. Wo seid ihr? Wir sind auf Star Stable Jorvik hier beim Wald. Bei dem Ding mit den Bäumen. So. Kannst du innen bleiben, wenn zu Ende ist? Dann komme ich jetzt an. Ich bleib innen, ja. Ich gehe nicht nach außen. Ich meine aus Freunden in Star Stable. Ja. Ja. Mach ich. Wo sind die Katzeneinhorn? Die Katzenohren sind hier. Da sind die Ohren. Hier. Ich setze sie in meinem unsichtbaren Zwillingskopf auf. Oh, leider runtergefallen. Nein, die habe ich nicht auf, weil die auf meinem. Ich könnte mir auf meinen Kopfhörer draufsetzen. Warte mal. Vielleicht geht das ja. Dann könnt ihr noch ein bisschen hier gucken. Jack, Jack, Jack. Nee. Oh, nee, jetzt blinken sie. Das ist natürlich. Oh, nee, dann mache ich ihn kaputt. Nee, das. Sorry, aber das wird nichts. Ich habe die heute nicht auf, weil die so wehtun an den Ohren. Ich wollte heute mal meine Öhrchen schonen. Meine kleinen Öhrchen. Meine kleinen Öhrchen möchten heute auch mal geschont werden. Ich brauche noch. Also, Aufruf. Ihr seid jetzt genug Zuschauer. Also, liebe Leute, falls jemand von euch, okay? Passt ihr gut auf. Falls jemand von euch das mal findet, Katzenohren, die man an so Kopfhörer dran klipsen kann. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ja, die kann man hier so dran klipsen. Dann hat man hier auch solche Öhrchen. Wenn ihr die irgendwo findet,
Schickt mir die. Oder sagt mir wo. Sagt mir, wo ihr die gefunden habt oder sowas. Oder schickt mir einen Link oder macht mir ein Foto und teilt es mir auf Instagram oder irgendwie sowas. Ich will diese Dinger haben. Sagt mir da bitte Bescheid, okay? Hab ich zu Hause, Lenja, ist nicht dein Ernst. Wir bekommen regelmäßig Trinkgeld und das tun wir dann in die Kaffeekasse. Geil. Sarah, so muss das. So muss das. Von mir würdet ihr auch Trinkgeld bekommen. Ich werde immer komisch angeschaut, weil ich immer so viel Trinkgeld gebe. Immer wenn wir essen gehen. Wir waren letztens mit, darf ich mal spoilern, wir waren letztens essen mit Judith, Dani war dabei und Inni war dabei. Also hier Inken, ne? Und Lena war dabei und ja, Judith und Olli und Franzi und das war sehr cool. Und dann wird man so angeschaut, wenn man so Trinkgeld gibt. Aber Oliver hat noch mehr Geld als ich gegeben. Oliver hat noch mehr Trinkgeld gegeben. Aber so ist es halt, wir Bayern, wir geben einfach gern Trinkgeld. Wir sind einfach so herzlich und wir teilen, was heißt wir teilen? Wir wissen halt einfach so, weißt du, wir schätzen halt solche Berufe wie Verkäufer, Handwerker, Bedienung und sowas. Die kriegen halt einfach Trinkgeld. Wir wissen, dass die einen stressigen Job haben und sowas. Ich würde ja keinem Manager Trinkgeld geben. Ich weiß, der verdient irgendwie das Dreifache von dem, was ich verdiene. Der gibt mir auch keins, weil er ein Manager ist. Der kann es nicht, ne? Es ist einfach so, manche Menschen sind halt so. Ja, manche haben es natürlich auch nicht. Verstehe ich auch, wenn jemand sagt, ich habe halt nicht so viel Geld. Okay, okay. Ja? Ich gebe gerne Trinkgeld. Ja, man wird immer komisch angeguckt. Ja, das stimmt. So, hallo Bonnie, grüß dich. So, suche mich. Ich heiße Paulina Rubikraft. Ich suche dich jetzt nicht. Bist du denn hier dabei, in dem Pulk von coolen Leuten? Dann finde ich dich, ja? Ansonsten wird das eher schwierig. So, moin, lieben Freunde. Ich komme aus Wien. Ja, das ist doch cool. Oder? Ist das nicht cool? Ist doch cool, oder? Wien ist doch ganz cool. Ist doch schön. Ist doch eine schicke Stadt. Aber ist auch schön, wenn die Kunden Trinkgeld geben und sich für nette Bedienung bedanken. Ja, sehe ich auch so. Sarah finde ich auch. Finde ich schon wichtig. So. Ich finde sowas ganz wichtig. Ich zum Beispiel bekomme auch gern Trinkgeld. Sei es als in meinem echten Job, als auch auf YouTube. Das ist einfach ein Dankeschön, was ich toll finde. Also ich finde das zum Beispiel super, wenn ich bei einem Kunden zu Hause bin und ich richte sein Internet oder sein Telefon oder irgendwas und weißt du, ich helfe ihm halt noch bei drei anderen Dingen und sowas und sagte, hey, da, super, dass du da warst, danke, merci, da hast du einen 10er oder was oder einen 5er, passt schon. Und dann freue ich mich auch mega, weil das ist einfach eine Anerkennung von den Leuten und ich finde das einfach geil. Und wenn ich weiß, dem tut es nicht weh, dann ist das super. Ich finde das einfach grandios und so ist es bei mir auch. Ne? Wann gibt es wieder MSP? Oh, Annie, es tut mir leid, ich wollte heute eigentlich MSP streamen. Es tut mir sehr leid, ich wollte heute eigentlich Movistar Planet streamen. Ich glaube heute nicht mehr. Ich will jetzt noch grillen und ich glaube dann eher morgen, okay? MSP morgen, okay? Er schlagt mich nicht. So. Guck mal, gibt es hier noch ein Rennen? Ja. Ich bin dumm. Wir müssen noch auf die Koppelinsel. Ach, Leute, umdrehen. Koppelinsel. Umdrehen. Alles umdrehen. Chloe mit ihrem Mustache auch umdrehen, bitte. Folgt dem Mustache. Folgt dem Mustache und mir. Folgt mir. Ich bin wichtiger als der Mustache. Folgt einfach mir, okay? Wir machen noch auf die Koppelinsel, die zwei Rennen machen. Pecky, ich mag dich und die Ohren habe ich. Geil, Lenja. Weißt du noch, wo du die herbekommen hast? Ich will die mir nämlich kaufen. Ich will wissen, wo du die her hast. Lenja, ich will, dass du mir das sagst. Kauf doch Katzohren haarreif. Ja, okay. Das macht schon vielleicht irgendwie Sinn. Dann muss ich mir das basteln. Du hast schon recht. Das macht wahrscheinlich schon Sinn. Aber dann muss ich den hinten irgendwie draufsetzen und so. Das ist auch wieder blöd. Und ich will den ja vielleicht nicht permanent an den Kopf haben. Das weiß ich nicht, ob das wirklich gut funktioniert. Ne? So. Ich komme auch aus Österreich, um genau zu sein, aus der Steiermark, die fast kein Mensch kennt. Hä, jeder kennt doch Österreich, die Steiermark. Ist ja, also Österreich generell ist jetzt nicht so huge und dann kennt man natürlich die Steiermark schon. Also vielleicht auch nur wie ich, weil ich Bayer bin, aber keine Ahnung. Ich kenne die Steiermark. Denkst du, der Aprilscherz kommt noch? Mira, wahrscheinlich am Mittwoch, hä? Huh? Wahrscheinlich kommt der Aprilscherz erst am Mittwoch. Mir ist der Aprilscherz aber ziemlich egal. Also von wegen, meinetwegen könnte sich das auch sparen. Hallo Sivonovo. Nein. Sivono. Sivono. Hallo. Hallo Sivono. Hartlauer für 2 Jahren. Ja, genau. Hartlauer. Was ist ein Hartlauer? Gibt es in Deutschland? Kommst du aus Österreich, Lenja? Hartlauer klingt so wie ein österreichisches Unternehmen, wie so ein österreichischer Laden.
Lenny, ist das in Österreich? Hartlauer. Kauft eure Sachen bei Hartlauer. Hm, ja, kann man schon sagen. Komm aus Bad Segeberg. Oh, wow, aus Bad Segeberg. Ist das so? Wowzi. Ja, das ist ja interessant. So. Ich bin ganz deiner Meinung, aber schade, dass nicht ihr diese Berufe schätzt, wie ihr aus Bayern. PS, bei Amazon gibt es Clips. Ah, danke schön, Sarah. Die Clips muss ich mal gucken. Ich habe auf Amazon nämlich schon gesucht, habe aber echt nichts gefunden. Oder ich war einfach nur doof. Oder blind. Das kann natürlich sein. So. Freue mich, dass du streamst, kann ich nebenbei hören. Avella, geil. Was machst du denn hauptsächlich, wenn du sagst, du hörst mich nebenbei? Neben welcher Beschäftigungen? Ja, okay, ich wollte es nicht spoilern. Inni, guck mal hier. Inni kommt nämlich auch aus Bad Segeberg. Ist ja interessant. Zwei Packy-Community-Mitglieder aus Bad Segeberg. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Ich fand das so toll. Ich glaube, Bio hat das erzählt, dass sie in der Schule jemanden gesehen hat, der Packy-Merch getragen hat. Und dann hat sie darauf angesprochen. Und dann haben sie zusammen sich über mich unterhalten. Und das finde ich ja mega. Ich finde es so geil, dass sowas passiert, dass man in der Schule noch jemanden anders aus der Community sieht oder sowas. Das ist so geil einfach nur. Ich feiere das zum Beispiel hier, wenn welche aus demselben Ort kommen oder so ein Kram, ne? Das ist so cool, Leute. Ich finde das super. So. Avella muss wieder aufleveln. Zocken. Star Stable. Alles klar. Gut. Dann schau du Star Stable. Schau du nebenbei den Stream, also hören. Und Level. Gib Vollgas. Level ruhig los. Ja. Okay. Ja, das war Vio. Ja, genau. Sag ich doch. Sag ich doch. Hallo Nivea Creme. Servus. So. Ich bin aus Ebersberg. Jawohl, die Barbara ist aus Ebersberg. Guck mal, Franzi kommt auch aus der Richtung. Chuck, das ist ja Ebersberg. 20 Minuten von mir. Da vorher gleich durch den Forsch. Ich habe sehr lange in Ebersberg gearbeitet. Also diese ganze Bereich, also Erding, Grafing, Forstern. Gehört jetzt übrigens wieder zu meinem Gebiet neuerdings. Also Markt Schwaben. Ebersberg, Grafing. Darunter Isen, Dorfen, lauter diese Äuse, was da so Obi geht. Da muss ich jetzt auch wieder hinfahren, neuerdings. Das hat jetzt eine Zeit lang nicht, also ich habe da zwei Jahre lang in dem Gebiet gearbeitet, dann eigentlich gar nicht mehr. Dann habe ich so ein bayerisches Landshut Ingolstadt eigentlich, da bin ich zwar auch noch jetzt, aber unser Gebiet hat sich vergrößert. Deswegen bin ich jetzt auch wieder da in diese Richtung runter nach Ebersberg und so weiter. Ich komme aus dem schönen Leipzig. Ja, tasty. Aus dem Leipzig können wir auch mal kommen, nicht wahr? Das ist so interessant in Leipzig, aber wohnen möchte ich da jetzt nicht. Nicht wahr? Ich könnte auch die Leute nicht den ganzen Tag so reden hören. Da würde ich irgendwann wahnsinnig werden. Ganz ehrlich, ich würde da total ausrasten. Wenn ich den jeden Tag zu mir einer sagen würde, Guten Morgen, dann würde ich sagen, ja, ich weiß, dass es morgen ist. Halt dein Maul. So ungefähr. Nein. Wir sagen natürlich auch Guten Morgen. Also Guten Morgen, Moin sagen wir bei uns. Der Bayer sagt Moin, Guten Morgen. Oder einfach Servus. Aber nein, Leipzig ist natürlich. Ist eine schöne Stadt, das stimmt, ja. Leipzig ist eine schöne Stadt. Ich komme aus Dresden. Ja. Wohl Pech gehabt. Spaß. Nein, ist alles gut. Jede Stadt hat so seinen Pro und Contra, ne? Jeder Ort kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Alles hat so seine Fürs und Widers, ne? An einer neuen, auch von mir, herzlich willkommen. So, kam mein Loot von Jesse, ich habe noch keinen Loot gesehen. Ne? So, wann kommt MSP? Morgen. Ich komme aus Bayern. Ja, Brigitte, wir kommen auch alle aus Bayern. Also nicht alle, aber viele kommen aus Bayern. So, mein Dad kennt dich. Das ist extrem creepy. Wie soll denn dein Dad mich kennen? Wer ist denn dein Dad? So, wie soll der mich kennen? Woher kennt dein Dad mich? Woher kennt dein Dad? Kennst du Kronach? Da komme ich ja. Ja, freilich kenne ich Kronach. So. Hab dich mal abonniert. Schaue deine Videos schon länger. Finde ich super. Dankeschön, Nivea Creme. Das ist aber süß von dir. Ich muss gerade mal was gucken. Mann, weil es wird langsam dunkel. Und ich will eigentlich den Stream überhaupt nicht zerreißen. Ich finde es so geil gerade mit euch. Aber ich wollte noch grillen. Oh Mann, Leute. Es ist echt kritisch. Ich guck mal gerade raus. Ja, ich sollte so langsam dann schon ein bisschen Gas geben. Aber wir streamen halt jetzt eine Stunde, ne? Och Mann, ist das gerade so schicki mit euch. Ja, ein bisschen kann man noch.
Na, ist 7:30. Vielleicht wollen wir es später nochmal Star Stable oder halt morgen. Ich überleg's mir, ob wir morgen nochmal Star Stable. Ich glaube, wir müssen jetzt echt hier Schluss machen am besten, oder? Oder sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Hm. Ja, ich muss mal gucken, ein bisschen vielleicht noch. Ich gucke halt echt raus, weil die Sonne geht unter. Ich wollte nicht krass im Dunkeln grillen, wisst ihr so? Wir haben heute auch gegrillt. Ui, du grillst. Cool, grillst du mit Freunden? Ja, quasi. So. So. Kennst du zufällig Mönchengladbach? Also, Kelly, für sich alleine grillt man nie. Niemand grillt nur für sich, ja? Also man grillt immer in Gesellschaft, ne? Hey Peggy, wie geht das bei euch also ab? Bin gerade fertig mit Lernen. Ja, bei uns geht's richtig krass ab hier. Voll am Start und alles richtig gut, ey. Wir sind schon voll hier am Leveln. Richtig krass. Ich versuche immer noch mal gerade, ich möchte ein bisschen, deswegen gucke ich immer darüber. Also immer, wenn ich hierhin gucke, so, wenn meine Kopfposition so ist und alle, die neu sind, hier lese ich den Chat. Also so lese ich den Chat. Immer wenn ich da angucke, lese ich den Chat. Wenn ich da angucke, gucke ich euch an, so, hi. Wenn ich hier angucke, dann lese ich Loots oder sowas. Ja? So ist das. Kommt heute noch ein Stream? Carina weiß ich noch nicht. Das kommt jetzt echt, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Wenn es danach geht, ich könnte den ganzen Tag mit euch streamen, aber das ist immer ein bisschen schwierig. So, ich muss ja auch ein bisschen andere Sachen noch aufnehmen und so. Wisst ihr, Leute, ich habe halt, ne, nicht so viel Zeit. Und da ich ja dann wieder arbeiten gehen muss, möchte ich jetzt ein bisschen vorproduzieren vielleicht schon, dass ihr unter der Woche, wenn ich arbeiten bin, wieder ein bisschen Videos habt und sowas, ne? Es ist halt schon so. Hat Barbara jetzt eigentlich geschrieben, warum ihr Vater mich kennt? Hat sie? Nein, hat sie nicht, ne? So. War das so? Ah, guck mal, ich guck gerade der Peggy und der so, ja, den kenne ich. So, voll der Depp. Ah, ja, ja, ey. Deswegen, wenn du Server 2 bist, komme ich auch mit dem anderen Account. Ah, ja, genau, von Server 2 werden auf jeden Fall auch nochmal streamen, ne, definitiv. Mach meinen Stream nur in FP. Was soll ich denn da die ganze Zeit machen, Katharina, in Modern FP? Da können wir nicht 2 Stunden rumhängen. Nivia schreibt, ich bin 42 und spiele SSO. Hammer, oder? Ich bin Server 4. Ja, ist doch egal, du kannst doch in jedem Alter Sasse spielen, Nivia. Ist doch cool. Aber ich finde es cool, dass du 42 bist und den Stream schaust. Das finde ich geil, weil das ist, glaube ich, eher unnormal. Also von dem her, das ist eher das Coole daran. Star Stable, Server 4 kommen wir auch auf jeden Fall noch. So. Mach noch bis 2 Uhr nachts den Stream. Ja, ich habe mir schon überlegt, dass wir mal so einen Late-Night-Stream machen. Viele von euch haben ja Ferien. Vielleicht machen wir heute spät abends nochmal einen anderen Level noch ein bisschen. Ich entscheide das immer gleich nach Lust, ne? Leute, ihr müsst es auch verstehen. Ich habe ja auch ein Privatleben und so, Freund, Freundin und so weiter, ne? Vielleicht würde ich ja dann auch nur noch ein bisschen auf dem Sofa chillen und Film gucken oder sowas, ja, und den Abend genießen, wenn ich schon mal frei habe. Also das wird immer super spontan entschieden. Vielleicht habe ich ja dann doch Lust, dass ne? Und vielleicht später so. Ja? Alles klar? Maybe. Vielleicht. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn ihr abonniert und so weiter. Und dann wisst ihr ja Bescheid, ob ich streame oder nicht. Ich kann es euch halt immer nicht sagen. Ich verspreche jetzt nicht, dass ich nachher streame. Aber wenn ich dann nämlich keine Lust habe. Ich streame nämlich nur, wenn ich Lust habe. Also wenn ich dann wirklich später sage, na, ich würde lieber irgendwas anderes machen. Dann streame ich nicht, obwohl ich eigentlich nicht will. Das finde ich doof. Das finde ich unfair euch gegenüber. Ich möchte halt einfach immer nur dann was mit euch machen und streamen, wenn ich wirklich 100% Bock habe. Sonst finde ich das irgendwie unfair und das ist dann so geldgeilmäßig und klickgeil und aufrufsgeil und ach nee, das können andere YouTuber besser als ich. Ich mache das dann, wann ich Lust habe und ich denke, es ist auch für euch cooler, oder? Ganz ehrlich. Ich check's nicht, warum Lutz mich so hasst. Jesse, ich weiß auch nicht. Hallo Sarah Grassgate, grüß dich. Ich weiß nicht, warum er dich kennt. Sagt Barbara, er behauptet das halt NH. Ich muss ihn mal fragen. Ja, Barbara, fragst den mal. Kann ja sein. Es kann ja wirklich sein. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ich wüsste jetzt auch, ich kenne jetzt, glaube ich, aus dem FF keinen Kiermeier. Also vielleicht schon, aber ich weiß es ja nicht. Vielleicht schon. Vielleicht ja doch. Vielleicht kannte ich mal einen. Darf ich in den Club? Nein, sorry, der Club ist leider voll. Das tut mir sehr leid. Ja.
Bei uns ist noch hell, bei mir ist es auch hell. Aber es ist halt hier gerade im Stream. Vorhin hatte ich doch noch hier so Stripes im Gesicht von der. Da kommt Jason Luft. Peggy ist der tollste YouTuber auf der ganzen Welt. Aber das wissen wir bereits. Super flauschige Community. Und ich liebe euch. Dankeschön, Jesse. Und die Community fühlt sich ganz, ganz arg geknuddelt von Jesse. Und ja, das kann ich nur weitergeben. Ihr seid wirklich absolut die allerbesten. Ja, das wisst ihr vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich werde auch wieder Server wechseln. Lilly schreibt, ich muss jetzt Latein machen. Tschüssi, noch viel Spaß. Tschüssi, Lilly. So. Peggy, welcher Server? Der dritte ist dein Lieblingsserver. Boah, ich weiß nicht. Wir waren jetzt die letzten Tage auf 9, 8 und jetzt 7. Und ich fand alle richtig geil. Aber ich kann es echt nicht sagen. Ich fand alle richtig geil. Und es liegt halt an euch. Ja, ich habe gesehen, ein paar sind jetzt auch immer mit transferiert auf die anderen Server. Finde ich super geil, dass ihr immer dabei seid bei den Streams. Das ist so cool von euch, dass ihr extra die Server wechselt, um hier mitzureiten. Das finde ich mega, ja. Also, Peggy, du kennst einfach zu viele. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Ja, es ist halt doch die Arbeit, man kommt halt viel rum und da lernt man doch viele Leute kennen. Das ist tatsächlich so. So, Anna und Babs kennen sich. Hallo Lenas Ranch, grüß dich. Oh nein, nicht nach Epona. Oh nein. Kann immer weiter. Oh nein, Lenya. Oh nein, der ganzen. Die Nicht-Epona-Loser haben jetzt hinten abgehängt. Ja. Isle of Zocken. Ich hab gewechselt. Hast eine süße Katze. Hab sie auf Insta gesehen. Ja, tatsächlich habe ich die. Sie tut gerne süß. Sie sieht gerne süß aus. Und macht gerne auf cute. Ne? Kelly schreibt: Ich hab mich dir ganz anders vorgestellt. Mit deiner Stimme. Aber jetzt, da ich dich sehe, ist deine Stimme voll cool. Dankeschön. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Was hast du denn für ein Bild in deinem Geiste? Ach so, ich muss ja auch noch die Aufgaben hier machen. Stimmt, ich habe ja hier nur angefangen. Ja, machen wir noch die halbe Stunde bis zum Jump? I don't think so, meine Lieben. I don't think so. Ich glaube, wir hören das mal auf so langsam, ne? Es tut mir sehr leid. Ich feiere das gerade mega, dass hier so viele dabei sind. Ich finde es richtig gut. Ich finde es absolut super. Ich überlege schon, ob ich nach dem Essen dann auch nochmal vielleicht kurzzeitig streame. Wir müssen nicht so super lang machen, aber habt ihr da Bock? Macht mal einen Daumen, wenn ihr Bock habt, dass wir so in einer Stunde oder sowas oder anderthalb vielleicht nochmal streamen. Also dass ich jetzt erst esse und wir sehen uns dann nochmal um. Lass mich mal nachgucken in meinem Kalkulator. Achso, das Handy ist aus. Wo ist denn das andere Handy? Da irgendwo. Ich habe leider gerade keine Uhrzeit parat. Es ist jetzt 19.30 Uhr. Um 20 Uhr ist das Championat in Moreland. Ja, dass wir uns so um 21 Uhr oder sowas nochmal sehen, ha? Weiß nicht. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir schauen. Ansonsten, weiß nicht. Etwas längerer Bart und braune Haare. Aber deine Glatze ist auch toll. Das ist keine Glatze, das sind kurzgeschorene Haare. Also ich habe hier schon Haare, hier siehst du es. Ne? Ich hab schon Haare, die sind nur ganz, ganz Millimeter kurz. Ne? So. Etwas längerer Bart. Ja, ich weiß nicht, ob das passt. So. Also, Fuchs ist auch dabei. Lena, ja, da Daumen ohne Ende. Okay. Also, Nival, dann mache ich jetzt nämlich hier einen Break und ich gehe jetzt essen. Tut mir gerade auch so ein bisschen weh, aber ich würde halt gerne echt im Hellen noch grillen. Das dauert jetzt alles auch ein bisschen. Ich stelle mich mal hier zu den anderen. Hier, Dani hat ja schon eine flauschige Ding hier gebildet. Ich stelle mich mal da so ein bisschen davor. Ihr könnt dahinter gerne stellen. Dann kann ich nämlich von da vorne, habe ich bessere Sicht. Ne? So. Mag nicht dritten, aber noch, das verletzt mich ein bisschen. Ja, Lenya, wir können halt nicht immer überall sein, wo alle mit können. Wir gehen ja später nochmal rumreiten. Da kommst du bestimmt dann auch mit nach Fieldgrove und Vaildale und sowas. Ne? Gut. Dann sehen wir uns später wieder, meine lieben Freunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nachher. Und ihr könnt ja auch die Zeit nutzen, um noch irgendwelche Hausaufgaben zu machen oder was zu essen oder ne, euch auf nachher zu freuen. Also, wir sehen uns dann später. Mach's gut, bis später. Ich geh jetzt grillen und ja, bis dann. Tschüssi.